Guten Morgen, ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Wir haben heute Dienstag, den 6. Februar. Genau, das wusste ich natürlich. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich bin heute auf einem Event von Benefit eingeladen. Ihr denkt jetzt so, okay, ist ja gar nicht so besonders. Du warst ja schon häufiger mal auf einem Event. Ja, aber das ist nicht nur irgendein Event, sondern ich fahre heute nach Bottrop in das Skydiving-Haus oder wie auch immer das heißt. Und dort werde ich dann skydiven. Falls ihr das nicht kennt, da ist man, glaube ich, irgendwie in so einer Röhre und die Luft kommt von unten und dann kann man halt so schweben. Also eigentlich fliege ich wieder. Diesmal aber echt und nicht auf einem Besen. Geil, ja, also irgendwie in letzter Zeit fliege ich sehr häufig. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, das werde ich heute auf jeden Fall machen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß nicht so genau, wer sonst noch auf dem Event sein wird. Ich weiß, dass die Christina da sein wird und die Bella, glaube ich. Aber sonst, keine Ahnung, vielleicht sind wir auch nur zu dritt, wer weiß. Glaube ich aber eher nicht. Und ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nämlich nicht, wie anstrengend das so wird. Und ja, ob mir da irgendwie schlecht bei werden könnte oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade aufgewacht und aufgestanden und mache mir jetzt mal was zum Frühstück. Und ja, dann muss ich eigentlich schon sehr bald los. Ich muss so gegen 12 losfahren. Wir haben 9:30. Deswegen, ja, muss ich mich wohl auch schon sehr bald fertig machen. Aber ich glaube, so richtig fertig machen werde ich mich gar nicht so eventmäßig, weil wir bestimmt so einen Anzug anziehen müssen und so einen Helm. Und wenn man dann in so einem Luftzug ist, ich glaube, dann brauche ich mir auch gar nicht großartig die Haare machen. Deswegen ist das eigentlich recht gechillt. Ja, aber jetzt mache ich mir erst was zum Frühstück. Worauf habe ich denn mal Bock? So, mein sehr simples Frühstück. Ein Kaffee, ein getoastetes Brot mit ein bisschen Fake-Nutella und natürlich ein Smoothie. So, ich bin jetzt fertig für das Event und fahre jetzt los. Ich kann euch ja mal gerade mein Outfit zeigen. Uns wurde gesagt, wir sollen auf jeden Fall eine Hose anziehen und Turnschuhe. Deswegen habe ich hier meine Adidas Iniki-Schuhe an. Das sind meine liebsten Sneaker. Dann meine High-Waisted Jeans von Hollister, mein Gürtel von Gucci. Und dann habe ich hier dieses Army-Top an. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal bei Forever 21 gekauft, soweit ich mich erinnern kann. Und diese Bomberjacke ist von Only. Ja, also ganz chillig. Kann mich drin bewegen und ich hoffe, da drin kann ich dann auch fliegen oder vielleicht müssen wir uns ja auch umziehen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich jetzt mal los, auf nach Bottrop. So Leute, ich bin jetzt in Bottrop angekommen und auch hier schon direkt bei dem Skydiving, in dieser Skydiving-Halle. Hier alles ein bisschen umdekoriert in Pink von Benefit natürlich und ich stehe gerade hier vor dieser großen Röhre und das sieht auf jeden Fall interessant aus. Das hier ist hier diese Glasröhre oder wie man das nennen will und hier ist so ein Netz und da geht es ganz tief weit runter und hier sieht man ja, da wird wahrscheinlich dann die Luft rausgepustet und auch nach oben geht es noch sehr weit und ja, wir werden jetzt gleich jeder 10 Minuten fliegen und mir wurde schon gesagt, dass das irgendwie gleichzusetzen ist mit 10 Fallschirmsprüngen oder so. Ich dachte so, Moment, was? Ich dachte mir eigentlich, das wäre nicht so heftig oder so anstrengend, aber anscheinend doch. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. So, da sind jetzt gerade zwei Männer. Ich glaube, das sind hier irgendwie so die, wie will man das nennen, Trainer. Und die können das, glaube ich. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh nein, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Leute, ich will es doch nicht rumwirbeln. Was ist, wenn man da irgendwo gegenknallt? Oh. Ich habe Gänsehaut. So Leute, wir haben jetzt alle schon hier unsere Anzüge an. Wir haben auch schon die Haare hier zusammen gemacht und gleich müssen wir noch einen Helm aufziehen. Und ich fürchte, ich gehöre zu den Ersten, die das jetzt hier machen muss. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier sind die anderen, alle sich gerade am Anziehen in ihren Anzügen. Voll witzig.
Gott. Mir tut auf jeden Fall jetzt hier so der Arm total weh, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ist eine Erfahrung und ist eigentlich auch gar nicht so schlimm oder so krass, wie man sich das erst vorstellt. Ich hatte schon ein bisschen Schiss vorher, aber ist eigentlich ganz gut. Ja. So, jetzt werde ich erstmal was essen, denn I just came for the food. Wisst ihr ja alle. So, hier sind auch noch ein paar Essenssachen, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue. Alles von The Great Berry. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal so ein Sandwich. Bleibt erstmal hier. So, wir kriegen jetzt hier solche lustigen Blubberwaffeln. Hier sind ganz viele Toppings. So, ich habe jetzt hier meine Waffel und das ist ein veganes schwarzes Eis mit Aktivkohle. Dann habe ich solche Knusper-Schokoperlen und Mango und weiße Schokoladensauce. So, Leute. Oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Ich habe auf jeden Fall auch noch nie schwarzes Eis gegessen. Das schmeckt voll gut. Schmeckt voll fruchtig. Das Eis schmeckt nach Frucht, aber ich weiß nicht welche. So Leute, ich bin jetzt gerade wieder nach Hause gekommen nach einer ewig langen Fahrt, weil so viel Stau natürlich jetzt war. Aber ich bin wieder da. Hola! Chiquita Banana Tequila. Okay. Und ich habe Philipp was ganz Leckeres mitgebracht, was es auf dem Event zu trinken gab. Irgendwas hier, The Great Berry, Home of Super Fruits. Und ich habe ihm gesagt, wenn er das jetzt in einem Zug austrinkt, ohne abzusetzen, schenke ich ihm 10 Euro. Also. Nimmst du die Challenge an? Ja, was ist denn das? Wirst du ja merken. Oh Junge. Das ist aber irgendein super krasser Riesen-Smoothie-Kram. Aber du musst es in einem Zug weghauen. Ist da Alkohol drin? Nein. Oh no! Ich bin 10 Euro los! Oh. Ist scharf. Oh. Boah, ist gut scharf. Das war der heftigste Ingwer-Shot, den wir konnten das alle nicht trinken. Das fand es so heftig.
Junge, ich werd rot. Ich bin immer rot in der Kamera. Also wenn du gleich kotzen musst, ne? Mein Magen hat nach einem Minischlückchen schon so gebrannt. Ja, okay, dann bin ich dir jetzt auch schuldig. Richtig, also war lecker, aber ist schon, der Ingwer ist echt schweinescharf. War lecker? Ja, ich fand das nicht lecker. Doch, ich fand ihn gut. Also wenn man den schnell runterkippt, dann ist das eigentlich, kann man trinken. Kann man trinken. Krass, Respekt, Diggi. Ich wette mit euch, wenn ich die Kamera ausmache, dann ist er voll am Heulen. Nee, alles gut. Oh Mann, der war echt übel. Und ich bin schon hart im Nehmen, wenn es um Ingwer-Scheiß geht. Spielt der Knallhart einfach weiter. So, ich ziehe mich jetzt mal um und dann wird gechillt. Wir haben euch jetzt schon 7:30. Ach so, und ich habe natürlich auch eine Goodie-Bag bei Benefit bekommen. Da können wir ja gerade mal kurz zusammen rein linsen. Bitte nicht auf die Hintergrundgeräusche von Call of Duty achten. So, was haben wir denn da drin? Einmal. Die machen im Moment, glaube ich, ziemlich gut Werbung für sich, diese Propperkorn. So, dann, was haben wir hier? Sunny Sue. Ah, das war die Marke von mit diesem schwarzen Eis, was wir heute da bekommen haben. Machen wir mal weiter. Dann, oh, ein Tangle-Teaser. Wie cool ist das denn? Oh, es fühlt sich samtig an. Was ist das Samtige hier? Oh, ich glaube, das ist, ja, das ist eine Powerbank. Auch sehr cool, von Benefit. Und dann ist hier noch... Disco, Disco, Party, Party, Disco. Okay. Cool, ne? Die piepst so ganz hoch, ey. Da krieg ich... total ätzend. Hörst du das auch? Das ist so ein ganz, ganz heftig hoher Ton. Jo. Okay. Autsch. Ah. Vielen Dank auf jeden Fall an Benefit für die Einladung heute. Das war wirklich mal ein Erlebnis, was man auf jeden Fall nicht jeden Tag hat. Mit dieser ja, Skydiving-Sache. Echt cool. Und mein Arm ist Gott sei Dank jetzt auch wieder in Ordnung. Ich glaube, ich habe mich einfach so mega verspannt da drin, weil das so anstrengend ist, sich gegen diesen Luftstrom zu bewegen. So, ich habe mich jetzt abgeschminkt. Ich mich auch. Immer, oh, ja, sieht man eh, wie du aussiehst. Und wir gucken jetzt Prison Break weiter. Ja. Und ich habe mir hier gerade noch ein klein bisschen was zu essen gemacht. Wein, Salzstangen, Wahnsinnsarmbrot, aber ich habe jetzt auch nicht mehr so Hunger. Im Gegensatz zu meinem Freund. Oh nein, er kriegt schon wieder seinen Ausraster. Ja Leute, ich glaube, es wird Zeit, dass ich diesen Vlog beende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch haben auch meine kleinen Flugversuche gefallen. Ich hoffe, das sieht nicht so peinlich aus. Bin mal gespannt, wenn ich das schneide, weil die Sunny hat das gefilmt, nicht ich. Und ja, dann sehen wir uns mit einem neuen Vlog ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.